Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der Jesus hell beleuchtet. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Jesus Christus groß zu machen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir, und wir wollen heute zwei kurze Textabschnitte lesen, und ich werde in der Predigt immer wieder auch auf diese Texte Bezug nehmen. Einmal Johannes Kapitel 14, Vers 16 und 17 und danach Johannes 16. Jetzt erstmal Johannes 14, Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann Johannes 16, Vers 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wenn wir einen Menschen zum ersten Mal treffen, dann habt ihr es vermutlich alle erlebt und auch selber so gehandhabt. Man hat meistens zwei Standardfragen, die man der Person stellt. Erstens, wer bist du? Und zweitens, was machst du? Wer bist du? Wir wollen wissen, wie diese Person heißt und wo sie herkommt. Und dann folgt meist die Frage, was machst du denn? Was ist deine Arbeit? Was ist deine Tätigkeit? Nun, ich möchte nicht profan sein, aber wenn wir diese Frage heute Morgen stellen, an den Heiligen Geist gerichtet, dann können wir sagen, wer bist du und was machst du? Wer ist der Heilige Geist? Die Bibel sagt uns, wer der Heilige Geist ist. Er ist die dritte Person der Gottheit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott ist ein dreieiniger Gott. Das bedeutet, er existiert ewiglich als drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und jede Person ist vollkommen Gott, und zugleich ist Gott nur einer. Wir haben es also mit dem Heiligen Geist, mit der dritten Person der Gottheit zu tun. Wer bist du, Heiliger Geist? Antwort: Er ist Gott. Die dritte Person der Gottheit. Was machst du, Heiliger Geist? Was ist dein Job? Was ist deine Aufgabe? Dazu gibt uns der Text, den wir gelesen haben, verschiedene Antworten. Mit Sicherheit nicht erschöpfend, aber doch wesentlich. Das Erste, was wir in unserem Text sehen, ist, dass die Aufgabe, und das ist die, glaube ich, alles überragende Aufgabe, und der die sich auch die anderen Tätigkeiten unterordnen, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes ist, wie wir hier gelesen haben, die Verherrlichung von Jesus Christus. Jesus sagt in Kapitel 16, Vers 14, er, das ist der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Das ist der Hauptauftrag, den Sohn groß zu machen.
Alle anderen Aufgaben, die der Heilige Geist auch tätigt, wie zum Beispiel uns in der Heiligung beizustehen und uns hilft, Christus ähnlicher zu werden, die Aufgabe, die er übernommen hat, in der Vergangenheit die Bibel zu inspirieren, oder die Aufgabe, die er übernimmt, um geistlich toten Menschen Leben zu geben, oder auch das Austeilen von Gnadengaben, von Geistesgaben, all diese Aufgaben werden von der einen überragenden Aufgabe abgedeckt. Und letztlich dienen all die anderen Tätigkeiten nur diesem einen, nämlich den Sohn zu verherrlichen. Das bedeutet, dass der Heilige Geist nicht in erster Linie von sich selbst spricht, sondern er redet von Jesus. Er ist wie eine große Plakatwand an der Autobahn. Diese Wand, die weist nicht auf sich selbst hin und macht Werbung für das Gestänge und das Fundament, auf dem es steht, sondern es weist auf das hin, was es plakatiert, auf etwas anderes und ähnlich, wenn auch ein schwacher Vergleich, ist der Heilige Geist. Er lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf sich, nicht auf das Gestänge, sondern auf den er hinweist durch das Plakat, und das ist Jesus Christus. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der Jesus hell beleuchtet. Wir sehen den Scheinwerfer kaum, aber wir sehen den Effekt, den er hat, indem er uns Jesus Christus groß macht. Wir können sagen, der Heilige Geist ist ein Promoter. Er macht Werbung für jemand anderen. Er macht Werbung für den Sohn. Und deswegen sagt Jesus, er wird mich verherrlichen. Und das ist die Aufgabe, die der Heilige Geist bis heute tut. Und wir sehen es auf ganz überzeugende Weise, wie der Heilige Geist diese Werbemaßnahme für Jesus in Gang gesetzt hat und wie er sie auch praktisch anwendet, als er zum Beispiel dem Apostel Paulus die Worte in das Herz gelegt hat, inspiriert hat, die er dann im Kolosserbrief niedergeschrieben hat. Das ist eine Werberede über den Sohn, wie ihn kein Werbetexter besser hinkriegen könnte. Hört mal, was er dort sagt. Dieser, damit meint er Jesus, das sagt der Heilige Geist durch Paulus. Dieser, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, Jesus Christus groß zu machen. Diese mächtigen Worte des Lobpreises hat der Heilige Geist dem Apostel ins Herz gegeben, mit dem Ziel, dass wir Jesus anbeten. Und deswegen können wir sagen, dass wo vom Heiligen Geist gesprochen wird, Jesus aber nicht geehrt und in den Mittelpunkt gestellt wird, es sich nicht um das Werk des Heiligen Geistes handelt. Also sollte der Heilige Geist in unserem Denken, in unserem Reden und Handeln niemals Jesus Christus verdrängen. Stattdessen macht der Geist uns, unseren Herrn Jesus, groß. Erstens also, er verherrlicht den Sohn. Amen. Zweitens, was ist der Job noch? Er bezeugt die Wahrheit. Nochmal Johannes in Kapitel 14. 16 folgend, Jesus sagt, ich will den Vater bitten
Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Ich glaube, selten haben wir uns so sehr nach Wahrheit gesehnt wie in diesen Tagen. Heute wissen wir, dass wir können sagen, jeder sein eigener Redakteur geworden ist. Jeder hat eine Plattform. Jeder kann schreiben und seine subjektive Meinung verlauten lassen. Und ich möchte ganz deutlich sagen, ja, Meinungsfreiheit ist ein sehr, sehr großes Gut und auch ein schützenswertes Absolut. Aber die vielen Kanäle, die heute zur Verfügung stehen und die Nachrichten, die per Klick sofort auf unserem Smartphone erscheinen, sorgen dafür, dass niemals zuvor in der Geschichte unseres Planeten die Menschen in so kurzer Zeit mit so vielen unterschiedlichen Nachrichten konfrontiert werden. Du hast die Nachrichten permanent griffbereit in deiner Tasche. Und das kommt ungefiltert in dich rein. Und jeder will dir seine Version der Dinge klar machen. Und da ist es in manchem Herzen ein großes Verlangen, Herr, ich blick nicht mehr durch. Ich kann das alles nicht mehr auseinanderhalten. Das heißt nicht, dass wir unseren Kopf ausschalten sollen. Natürlich müssen wir nachdenken, aber selbst wenn wir noch so scharf nachdenken, wir kommen immer wieder an den Punkt, ist das jetzt Wahrheit? Ist das jetzt News oder ist das jetzt Fake News? Im Zeitalter von Photoshop, ist das Bild wirklich so geschossen oder ist das eine Collage, Montage? Ist der Ausschnitt wirklich so gemacht oder ist da extra was weggeschnitten, was dem Bild eine andere Meinung gibt? Ihr versteht, ihr kennt diese Fragen. Und in unseren Herzen ist ein Sehnen, ein Verlangen nach Wahrheit. Wir möchten doch eigentlich nichts anderes als die Wahrheit. Es wird gelogen und geschoben, aber das ist nicht neu, auch wenn die Technik und die Möglichkeiten neu sind. Der Geist ist nicht neu. Seit dem Sündenfall ist das so. Als Adam und Eva sich gegen Gott auflehnten, brach sich die Lüge Bahn in dieser Welt. Seitdem haben die Menschen immer schon manipuliert und mit Falschaussagen gearbeitet. Der Höhepunkt dieses korrupten Verhaltens war, als man den unschuldigen Sohn Gottes als Verbrecher darstellte und ihn ans Kreuz schlug. Aber dieser Geist der Verdrehung und der Lüge, der Manipulation, er ist seit dem Sündenfall hier. Jesus sagt über den Teufel, den Fürst dieser Welt, Zitat Jesus, der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und die Menschheit ohne Christus folgt dem Vater der Lüge. Und das sehen wir. Im Großen wie im Kleinen. Und nun sagt Jesus, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Geist der Wahrheit. Halleluja. Weißt du, wo du Wahrheit findest? Allein bei Gott. Jesus hat den Geist gesandt, um dir objektive, ewig gültige, unumstößliche Wahrheit zu sagen, auf die du dein Leben fest gründen kannst. Du sehnst dich nach Wahrheit? Bei Gott findest du sie. Jesus sagt,
Kapitel 16, 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Was Jesus hier macht, ist, er bereitet die Apostel darauf vor, dass er, sobald er weg ist, ihnen den Geist der Wahrheit sendet. Und dieser Geist der Wahrheit wird sie erinnern an das, was sie gesehen und gehört haben, an die Lehren Jesu Christi. Und er wird sie inspirieren und er wird sie benutzen, um diese Wahrheit, die vom Himmel, vom Vater kommt, aufzuschreiben und festzuhalten. Das muss ein total bewegender Augenblick gewesen sein für die Apostel, denn sie wussten aus den alttestamentlichen Schriften, dass Gott, der Geist der Wahrheit, durch Könige und durch Propheten zu ihnen gesprochen hat und das, was gesprochen wurde, als ewig gültiges, wahres Wort Gottes in das Alte Testament eingeflossen ist und dass dieses Alte Testament auf Christus, den Messias, hinweist. Und nun sitzt Christus, der Messias, vor ihnen und sagt zu ihnen, ich werde euch den Geist senden und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und Petrus hat es später so interpretiert und hat gesagt, dass genau dieser Geist die Apostel mit der Wahrheit erfüllt hat. Und dann ist daraus das Neue Testament entstanden. Petrus schreibt, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Er redet hier von dem Wort Gottes, wie es entstanden ist. Es ist das völlig gewisse prophetische Wort. Wir können auch sagen, es ist die absolute Wahrheit. Und ihr, schreibt er weiter, tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Damit ist erfüllt worden, was Jesus den Aposteln sagte. Ich werde gehen, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Beistand sendet. Und dieser Beistand ist der Geist der Wahrheit. Und die Apostel haben den Geist der Wahrheit und seine Botschaft festgehalten. Sehnst du dich nach Wahrheit in einer konfusen Welt? Sehnst du dich nach Belastbarem? Bist du müde, ob all dieser Meldungen von rechts und links und oben und unten und von vorne und von hinten? Dann geh zur Bibel. Hier finden wir Wahrheit. Wirkliche Wahrheit. Objektive Wahrheit. Deswegen sagt der Psalmist, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Bist du müde, über alle News oder Fake News oder was immer für News es sind, dann schalte deinen Rechner aus, leg dein Handy weg, schließ die Zeitung, zieh den Stecker deines Fernsehers. Echt, das ist ein seelsorgerlicher Rat. Und schlag die Bibel auf. Und deine Seele wird in den Wirren dieser Zeit zur Ruhe kommen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Suchen wir Wahrheit, gehen wir zum Wort. Möge es uns helfen. Also, was ist der Job des Heiligen Geistes? Ganz wunderbar. Er verherrlicht Jesus und er spricht die Wahrheit, preist dem Herrn. Wenn wir einen Menschen zum ersten Mal treffen, stellen wir ihm normalerweise zwei Fragen. Wer er ist und was er macht. Die gleichen Fragen können wir auch stellen, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Pastor Wegert, fangen wir mal an mit der Frage, wer ist denn eigentlich der Heilige Geist? Das heißt, in der Predigt hat Christian gezeigt, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist. Aber warum ist es eigentlich wichtig, dass man diese Frage klären sollte? Ja, damit wir überhaupt ein rechtes Gottesverständnis bekommen, wie es uns die Bibel
auch vermitteln möchte. Viele Menschen denken, der Heilige Geist, das sei so ein unpersönlicher Einfluss, so eine Energie, eine magische Energie. Ja. Kommt mir so auch manchmal bei einigen die Idee, so gespenstartig, ne? Geist. Ja, oder jemand anders sagte, der Heilige Geist ist ein Fluidum, nicht? Also ein Gefühl, eine Atmosphäre. Mhm. Nein, nein, nein und nochmal nein. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Das, was sie tut, ist, sie spricht in Bildern, in Gleichnissen und vergleicht den Heiligen Geist mit Wind oder auch mit Feuer, um die Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes deutlich zu machen. Aber der Heilige Geist ist kein Wind und der Heilige Geist ist auch kein Feuer, sondern das sind Bilder, das sind Symbole. Sondern der Heilige Geist ist eine Person, wie du es richtig gesagt hast, oder Christian, die dritte Person der Gottheit. Wir glauben, wie die Schrift es offenbart, an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Sie sind ein Gott, ein Wesen, aber drei Personen. Denn sie unterscheiden sich. Der Vater ist nicht der Sohn. Und der Sohn ist nicht der Vater. Und der Heilige Geist ist nicht Jesus. Der Heilige Geist starb nicht am Kreuz. Auch nicht der Vater, sondern nur Jesus. Also eins und doch zu unterscheiden. Das ist die nächste Frage dann, was der Heilige Geist eigentlich macht. Was sind seine Aufgaben? Ich meine, wir haben schon von Christian gehört, als erstes verherrlicht er Jesus. Ja, ja. Das ist seine Aufgabe, Jesus darzustellen. Er sagt auch in dem Text, Jesus sagt von der Person des Heiligen Geistes, übrigens das ist auch nochmal ein schöner Gedanke, Jesus sagt, ich gehe und an meiner Stelle kommt der Heilige Geist, der Tröster. Also eine Person geht, eine andere Person kommt. Aber Jesus sagt vom Heiligen Geist auch, er redet nicht von sich selber. Das ist mir mal auch in einem Erlebnis sehr nahegebracht worden. Das Hamburger Rathaus wird nachts angestrahlt. Eine fantastische Fassade. Atemberaubend. Wer das Hamburger Rathaus noch nie gesehen hat, der sollte kommen und sich das anschauen. Bei Nacht. Bei Nacht, bei Nacht. Und dann habe ich gesucht, wo denn die Scheinwerfer waren. Wo kam das Licht her? Und da habe ich mich umgedreht und geguckt, bis ich entdeckte, auf den Dächern der gegenüberliegenden Häuser. Aber den Scheinwerfer oder die Scheinwerfer konntest du nicht sehen. Aber das Rathaus konntest du sehen. Das heißt, diese Scheinwerfer, die haben von sich gar kein Aufsehens gemacht. Die haben sich sogar versteckt. Ja. Und haben aus dem Versteck heraus Licht auf das Rathaus geworfen. Und so macht es der Heilige Geist. Er redet nicht von sich selber, er macht sich nicht selbst zum Thema, sondern er beleuchtet Jesus. Er verherrlicht Christus. Und das ist sein Dienst und das ist seine Aufgabe. Der Vater hat Jesus gesandt, Jesus hat am Kreuz das Erlösungswerk vollbracht und der Heilige Geist zeigt es uns und strahlt es an, dass wir es erkennen. Ja. Als zweites hat dann Christian davon gesprochen, dass da eine andere Aufgabe des Heiligen Geistes auch noch ist, nämlich die Wahrheit zu bezeugen. Um welche Wahrheit genau geht es denn da? Um die biblische Wahrheit. Ja. Es geht nicht um Allgemeinplätze von Wahrheit, wer hat Recht oder Unrecht, sondern es geht darum, dass Gottes Wort, durch das Jesus offenbart wird, verstanden wird. Niemand könnte die Bibel wirklich verstehen, ohne die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt in die Texte der Schrift hinein und macht sie einem Menschen, der aus der Finsternis kommt, macht ihm die Bibel klar und offenbart. Und er versteht und sagt, aha, das ist gewaltig.
Dann gibt es ja noch eine Fülle anderer Aufgaben oder anderer Dinge, die der Heilige Geist tut. Ja, der Heilige Geist, wie ich schon sagte, er offenbart Jesus, zum Beispiel in der Wiedergeburt. Ja. Kein Mensch kann von sich aus glauben, aber der Heilige Geist schafft im Herzen eines Menschen Leben. Und dann erwacht der geistlich tote Mensch zur Erkenntnis Gottes und zur Erkenntnis seines Heils. Und er tut Buße, er kehrt um und beginnt ein neues Leben. Das Gleiche gilt für die Heiligung. Der Heilige Geist wirkt mit uns die Heiligung, die Nachfolge Christi. Mhm. Und weiter schenkt er uns Gnadengaben, Geistesgaben und rüstet uns aus, dem Herrn zu dienen. Und er ist bei uns und tröstet uns bis an das Ende der Tage. Das ist gewaltig. Also, liebe Freunde, Vater, Sohn und Heiliger Geist und Gott, der Heilige Geist, dem haben wir es zu verdanken, dass wir es überhaupt alles wahrnehmen und verstehen können. Freuen Sie sich über den Heiligen Geist, der auch in Ihrem Leben wunderbar gewirkt hat.